So, und als Altar sieht das doch schon wieder gar nicht so bad aus. Ja, Leute, mega. Also, das ist wirklich eine kranke Kathedrale, Mann. So, wir brauchen Glas, brauchen wir auf jeden Fall für unsere Cathedral. Dann brauchen wir Stones, weitere. Ich wollte heute den Heiratsantrag bei Reefed machen. Das müssen wir wahrscheinlich ein bisschen hinten anstellen, weil Reefed erst morgen streamt. Aber ich möchte heute alles vorbereiten, meine Freunde. Ich möchte nämlich die Kathedrale quasi fertig haben. Und mit der Kathedrale quasi den Heiratsantrag gleichzeitig machen, Alter. Für die Leute, die das nicht gesehen haben, ich habe gestern den hier gemacht. Jetzt ist Akani da drinne. Na gut, okay. Die müssen jetzt erstmal chillen. Akani, selber schuld, wenn du da reingegangen bist. Da musst du dann selber rauskommen, Alter. Okay, Leute, let's go. Komm schon. Okay, das zählt nicht, warte. Der zählt ja nicht, Leute. Der zählt ja nicht. Das war ja nur so ein Test, Water MLG. Guck mal hier, kurze Strecken und sowas schaffe ich immer, aber die langen Water Buckets, die sind meistens die ich nicht hinbekomme. Wir versuchen es nochmal, Alter. Ich versuche das jetzt immer weiter, bis wir es geschafft haben. Okay, den schaffe ich aber easy. Achtung. Ja, easy, Leute. Da auf jeden Fall mal gerade 42 Level verloren an der Stelle. Was ist los bei dir? Warum stirbst du die ganze Zeit? Ich hab gerade so eine Challenge gemacht. Hör mal auf, jetzt so Fragen zu stellen. Sau unangenehm. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Bist du geisteskrank? Ich geh schon unter Spark sein Gebiet jetzt. Ist mir egal. Ich hol einfach alles unter der Stadt aus. Und irgendwann, wenn einer runterbuddelt, dann Trollolol, sag ich dann einfach nur. Alter, dieses gestörte Lachen gerade, Alter, hat mir gerade richtig Angst gemacht. So, Leute, also ich würde sagen, wir machen jetzt ja hinten dieses Kathedralending fertig, Alter, let's go. Also alles andere bringt es ja hier nicht weiter. Wir müssen jetzt gucken, dass wir das jetzt irgendwie mal hier fertig bekommen, Mann, Alter, what the f***. Heute ruhiger Stream, sagst du, oder, Kevin? Ey, Leute, ich schwör's, ich werde Reef morgen hier diesen Heiratsantrag machen. Inshallah werde ich sie in Minecraft wegfashen. Morgen wirst du einen Heiratsantrag machen? Ja, ja, klar. Revi, Alter, wenn du Patrick eins auswischen willst, ne? Ich weiß, wie du das machen kannst. Mit Reefed einfach schlafen im echten Leben. Guck mal, geht doch eh nach Madeira oder fliegt, ne? Ja. Dann mietest du einfach eine Limousine, setzt dich mit dem rein, Alter, und dann flirtst du mit der. Dann wird Patrick ausrasten. Free Patrick, Junge, free Patrick, let's go. Wäre so geil, Alter. Ich glaube aber, Real Talk, es gibt auf Madeira wahrscheinlich keine einzige Limousine. Wir grinden das Ding ja richtig schön durch, Alter. Das muss richtig fett werden, Alter. Boah, kennt ihr Leute, die so Alter, so richtig so, das quasi in ihrem Wortschatz spammen, das Wort? Finde ich überkotze, Alter. Ich sag's selber so. Alter. Dicker, Alter. Dicker habe ich auch mir irgendwie übernommen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht von wem. Dickerchen. Glaubt ihr, Leute, das ist eine gute Höhe? Oder noch ein bisschen höher? Was sagt ihr? Hier kommen auf jeden Fall Dinge nochmal hin. Säulen. Tiefer, sagt einer. Seid ihr behindert? Ich baue das jetzt noch nicht tiefer. Ihr Alter. Guck mal, Leute, also das ist schon eine sexuelle Höhe, würde ich sagen. Da kann auf jeden Fall die ein oder andere Fäschung beginnen. Ja, doch, finde ich geil. Dann fangen wir jetzt gleich oben im Dach an, Alter. Kathedralenbauer war ich schon immer sehr gut drin, Leute. Kathedralen ist immer schon mein Grind gewesen. Ich würde sagen, das ist so eine Höhe, womit wir arbeiten können, oder? Dann haben wir es so, Leute. Also Real Talk, das ist, glaube ich, ganz cool. Ja, Dicker, Alter, das ist eine geile Church. Kann man sagen, was man will? Das ist die Church des Lebens, Alter. Revi, denk dran, nächste Woche Samstag, 20 Uhr ist Ender Dragon, ne? Ich mach hier gar nichts. Ich sag dir das einfach nur, weil dann kannst du nicht die Ausrede bringen, du hast es vergessen. Lohnt sich übrigens, weil wir werden dich nur gegen Ender Drachen. Ja, gibt's ein Event? Ja, vielleicht. Aber nichts Dickes, weil Zeit ist nicht gegeben. Ja, egal. So wie damals. Schön mit Wizard bei. Leute, ganz kurz, Rückbau oder UNESCO? Wird das mal hier wieder ein für alle mal geklärt haben. Ja, what the f***, absoluter UNESCO. Gut, die Leute, die jetzt Rückbau schreiben, die können sich auch ins Knie f***en an der Stelle. Die brauche ich jetzt hier gerade nicht in meinem Chat. So, Leute, wir nehmen Warzenblöcke als Dach, ne? Hier kannst du die oben öffnen. Den musst du mit Rechtsklick anklicken. Das ist die Warzenkirche. Ja. Die wird von innen noch verziert, keine Sorge, Mann. Kevin, ich brauche deine Warzenblöcke. Wie Warzenblöcke? Ja, deine Warzen. Ich habe keine mehr, die hast du ja alle geklaut. Wann denn? Ja, letztens, als du bei Debitor und Castcrafter Ärger machen wolltest. Nee, oder? Ich nutze jetzt die Warzenfarm, Leute. Ich werde die nicht neu pflanzen. Du tust sie aber nicht neu pflanzen? Nee. Boah, dann werden Max und Rumatra wieder ausrasten. Ist mir doch egal, Alter. Das dauert ja Jahre, bis das alles da ist. Ja, Leute, das dauert ja ewig. Ja, komm, in der Zwischenzeit, ich mach das hier trotzdem voll. Das Dach haben wir auf jeden Fall gleich auch schon fertig, Leute. Das ist so insane überdimensioniert, dieses Ding hier. Ich habe hier stundenlang abgebaut im Livestream. Kannst Zuschauer fragen. 2, 3... Ach Mann, ich hasse es. Alter, ist das ein nerviger Block. Insane, wie sch*** dieser Block ist. Wahnsinn.
Warte, das reicht jetzt erstmal an Warzenblöcken. Holy Scheiße. Den Rest muss Romatria sie wieder selber aufbauen. Ich bin da raus. Mann, ich fühle mich so schlecht deshalb. Aber es ist egal. Müssen wir jetzt durch. Also Romatra. Das ist eh für den Boden, brauchen wir die. Müssen wir die eh abbauen. Aquarium. Ja, Leute. Es wird die Warzenkirche, ne? Sieht natürlich scheiße aus mit dem Block, aber es wurde ja, so von mir verlangt. Ja, hast du doch Warzen jetzt dafür geholt, weil du die brauchtest. Nein. Nein, nein, nein. Du verstehst da was falsch. Ich hab, Und dann wieder nicht nachbestücken, ne? Das sind die richtigen. Ja, genau. Das sind mir die richtigen, die sich immer überall bedienen, aber nichts geben. Walla, Leute, ich bin auch überhaupt nicht zufrieden damit, aber es muss sein, es muss sein. Es wird die Warzenkirche, Mann. Trimax wollte das haben, das macht alles kaputt. Ich weiß, Mann, ich weiß selber, Leute. Ich weiß selber, ich bin da sehr überhaupt nicht happy. Das macht alles kaputt. Ja, sieht halt scheiße aus mit Warzenblöcken. Also ich bin auch ehrlich, Leute, das sieht halt wirklich kotze aus, ne? Okay, Leute, was haltet ihr davon, wenn wir eine fette Warze in der Kirche fliegen lassen? Oder? Kevin? Kevin? Also wir machen hier einfach so eine Warze hin, Alter. Ja, Leute, Alter, Warzenaltar. Komm, nee, wir machen das doch nicht, Mann. Wir machen das mit Holz. Guck mal, ich würde gerne das Dach der kompletten Kirche aus Dark Prismarine machen. Wie lange wird das dauern? Lange. Das musst du farmen. Hast du jetzt die ganzen Warzenblöcke umsonst gefarmt? Ja. Toll, und dafür hast du die Farm von denen kaputt gemacht. Genau. Nee, Alter, ich schwöre es euch, Leute, also Prismarine ist auch zu expensive für so ein großes Bauwerk. Ich würde es ultra gerne mit Dark Prismarine machen, sieht so geil aus. Aber ganz ehrlich, Mann, also ich habe ja ein bisschen was so. Wir haben normalen Prismarine. Kann man normalen Prismarine zu Dark Prismarine machen? Nee, ne? Nein. Du brauchst Tinte und diese Prismarinenkristalle. Lass uns doch Dark Oakwood nehmen, Chat. Dark Prismarine sieht aber schöner aus, ne? Ja, weiß ich, Alter. Aber ist halt insane. Also ich habe jetzt hier noch so viel Prismarine, 3 Stacks, Kevin. Ja, warte, ich komme jetzt erstmal, räume eben gerade mein Stuff in die Kisten und dann komme ich. Sieht schon geil aus, Leute, muss man ehrlich sagen. Wenn ihr noch ein bisschen, wird auch außen mehr verziert, wartet ab. Puh, okay, Alter, das wird schon echt ein großes Dach, ne? Boah, das wird das größte Dach, Kevin. Da brauchst du echt viel, okay. Du. Also Doppelkiste voll kriege ich locker hin, kann ich hier fertig machen. Das kriege ich bis morgen fertig. Ich lieb's wie, an der Stelle muss ich, wie gesagt, ein riesiges Shoutout einfach an Gamers Time raushauen, Leute. Ich lieb's wie Kevin es mir ermöglicht, solche großen Sachen überhaupt zu machen on-stream. Weil ohne den unmöglich sowas zu machen, Leute. Unmöglich, also wirklich. Leute, wenn Patrick das hier sprengt, dann ist vorbei. Also dann ist wirklich... Das wird dann gibt's direkt 2-Tage-Bann, ne, in Craft Attack. Bro, dafür gibt's auf jeden Fall nicht nur 2-Tage-Bann. Glaub nicht, dass er sich das hier trauen würde. Ach, ich weiß nicht, ob das so geil aussieht, Alter, Kevin, mit den Blöcken. Aber ich glaube schon, doch. Ja, Leute, das Dach wird ja noch höher werden. Entspannt euch mal. Hier lang, ne, der neue Gang. Wenn das Dach ziemlich hoch ist, sieht es schon geil aus, Leute. Sieht aus wie ein Schwanz. Ja, Leute, wartet. Ja, ich fertig hier. Nein, Leute, wir müssen halt hier Warzen reinbringen. Kevin, seit wann gibt es Baby-Zombies von diesen, Baby oder Baby? Baby. Diese Ertrunkenen, gibt's die als Zombies? Als Baby-Zombie? Weiß ich nicht, gibt's die? Ja, habe ich gerade einen gefunden in der Kirche. Ja, dann gibt's die anscheinend. Mega, Alter. Oh nein, er verbrennt. Gibt's die jetzt, oder wie? Geil, Alter, kriegt so ein kleines Aquarium hier. Junge, Alter, wie schnell das geht, Leute. Das hier ist der Warzenaltar, Leute. Hier kann man dann verwarzt werden. Geil, Mann. Verwanzt? Oder verwarzt, ja. So, und als Altar sieht das doch schon wieder gar nicht so bad aus. Und ein paar Diamanten hier, hier steht der Pfarrer. Und dann wird hier verwarzt. Güni, Digga, danke schön. Güni 200. Hey, Kevin, Mann, Alter. Penner, Junge. Ah, der hat sogar ein bisschen Wasser, ne? Ja, ja, der kriegt ein ganzes Aquarium. Ich find's immer noch dann so geil. Dann ist einfach so ein Stock, da tust du ein Stück Kot drauf, jetzt findest du Ah, mega, Alter. Ich find's saugeil, wie Klim das Weiße Haus gebaut hat. Das gefällt mir echt gut, das ist wirklich cool geworden. Muss man einfach mal sagen. Ausrufezeichen Prime, man kann Nametag. Nein, kann man nicht, man kann Nametag gar nicht, Leute. Man kann nicht mal, Nametag kann man gar nicht mehr. Also man kann das weder craften noch irgendwas anderes damit machen. Man kann Nametag nicht mehr, geht nicht. Haben die rausgepatcht, dass man Nametag kann. Ist ein bisschen krank, weil es halt einfach ein Kind ist in dem Aquarium hier, aber es ist irgendwie auch geil. Nee, ich also, find's gut, was du machst. Hier sind so zwei Kinder, das sind die Heiligen der Kirche. Einmal hier, der kleine Wieland, und einmal hier, der auch Wieland heißt. Mega. Warum hast du denn eigentlich Wieland genannt und nicht zum Beispiel Stieland? Oder Knieland. Ja, oder Knieland. Das sieht auch schon ganz dope aus hier, finde ich, Leute. Also jetzt müssen wir mal hier ein bisschen mehr Verzeihung in die Kirche reinbringen. Oder zum Beispiel Skiland. Oh, ja, Skiland. Skiland ist ja Finnland, ist ja ein Skiland, ne? Ja, oder Finnland. Hättest du Finnland auch nennen können. Ja, stimmt, du hast recht, Kevin. Das ist eine tolle Unterhaltung, die wir gerade führen. Das sind halt die Elemente, Leute, die eine Church erst richtig Church-like aussehen lassen. Einfach so random Verzeihungen. Boah, ich bin auch so reich, ich baue die ganze Zeit mit Glas mich hoch, so dumm. Sondern das sind halt diese Zierelemente, die ich meine, Leute. Ja, die sehen halt wirklich, das sieht geil aus. An der Stelle noch 40 Subs, Leute, letztes Mal hier Butter bei, ne? Also ich sag's nur, wie es ist. Das klingt auch Dark Oakwood. Ah, Spruce, okay. Spruce ist Butter.
So, ich bin wieder da. Ich habe mir jetzt mein Essen geholt. Mhm. Was gibt's denn Gefeines? Pizza. Ah ja. Kannst du ein bisschen weniger schmatzen? Alter Junge. Es ist ja kein Mensch der Welt isst ja so irgendwas. Also das kannst du mir nicht erzählen, dass... Das macht ja niemand. Ich wollte noch bei diesen ASMR Bros so ein Bewerbungsvideo wollte ich über YouTube machen, ne? Mhm. Wo ich wie so ein Schwein fresse und mich bewerbe. Aber leider haben die ja ihren Kanal schon gelöscht gehabt dann. Haben die schon? Ach Mann, so eine Schade. Also wirklich schade. Guten Kanäle verschwinden immer viel zu schnell, Leute. Ja, Leute, mega. Also das ist wirklich eine kranke Kathedrale, Mann. Das ist insane. Würdet ihr nicht auch hier gerne sitzen in der Kathedrale und heiraten? Hier vorne kommt ein Taufbecken hin, oder? Damit Patrick getauft wird. Der Heide. Mit der Warze. Ein Warzentaufbecken kommt hier hin. Hier muss noch irgendwo gleich runtergehen. In die Katakomben. Ich würde sagen, hier ist das Taufbecken. Das hier ist das Warzentaufbecken, Leute. Und da wird dann auch Patrick demnächst getauft werden. Kevin, möchtest du die Taufe von Patrick machen? Ja. Perfekt. So, hier ist das Warzentaufbecken, Leute. Und hier wird es dann in die Katakomben gehen. Der Kathedrale. Ja, also Leute, ganz ehrlich, die Cathedral hier, die macht gute Fortschritte, Alter. Hier kommen Wendeltreppe hin, glaube ich. Eine Wendeltreppe nach oben. Können wir irgendwie mal hier... Wo packen wir die denn hin, Leute? Oder vielleicht hier in den Eingang so. Und hier eine. Ja, machen wir lieber hier. An den Seitenschiffen ist ja immer irgendwie auch noch so eine kleine Privat-Cathedral drin. Aber was machen wir jetzt hier an der Stelle nicht? Da kommen einfach auch Bänke rein. Kein Bock drauf. Wenn die mal hier komplett verziert ist, dieses Ding, Alter. Das, genug gemampft. Hat gemundet, ne? War lecker? Ja. Oh, Beichtstuhl kommt hier hin, Leute. Beichtstuhl kommt hier hin. Sehr gut. Beichtstuhl kommt hier hin. Ja, Plätze haben wir genug. Also das sollte ja reichen. Patrick spielt Orgel. Ja, eine Orgel, Leute. Oh, die müsst ihr eigentlich dann hier Patrick irgendwo spielen. Patrick Orgel? Müsst ihr denn nicht so eine Schlangenflöte oder sowas spielen? Alter, ja, weil er selber eine Schlange ist, ne? Gibt es nicht immer in Kirchen so ein Licht, was ewig brennt? Das heißt doch das ewige Licht sogar, oder? Du nimmst einfach ein Netherrack, machst das in so einen Kelch rein und dann zündest du es an, das ewige Feuer. Wie lange? Das darf niemand ausmachen. Wer das ausmacht, der wird zu Tod durch Amboss verurteilt. Ist eine Idee, können wir machen. Gutes Roleplay machen, wa? Kommt hier rein. Ja. Mach kein ewiges Licht, sondern eine ewige Warze, die man ernten darf. Ist auch eine geile Idee, Alter. Können wir auch noch machen, einen Hauch von Luft. Stark, stark. Hey, Shadows, was geht? Mann, Alter. Shadows, Alter. Du musst noch eine Brücke über das Meer zur Kathedrale bauen. Nee, nee. Da fährt eine Fähre, Leute. Die programmiert Joecraft gerade. Kronleuchter, ja, ja, kommt. Also, man kann sagen, was man will. Diese Kathedrale ist es einfach, Alter. Diese ist es einfach. So, Chad, an sich haben wir auf jeden Fall echt einiges hier in der Cathedral geschafft, Alter. Spielgen 23 noch ein Gift-Sub dabei. Knackig, Alter. Ich bin zufrieden damit, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich persönlich eine ganz geile Nummer hier. Knackig wie Wiener. Würzig wie Frankfurter. Das, was Kevin sagt, Leute. Das, was Kevin sagt, Alter. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall an der Stelle für diesen sehr, sehr entspannten Stream, Alter. Mach's gut, wir sehen uns. Ja, moin, 7000, Junge. Ciao, Leute.